Guten Morgen. Nanu, Gregor, du bist schon wach? Und sogar schon geduscht. Fröhliche Weihnachten, Ali. Hoffentlich. Nach dem Ärger von gestern Abend. Hast du wenigstens gut geschlafen? Mit so viel Rotwein immer. Man hätte mich aus dem Haus tragen können. Na und du? Oh, ich habe ganz fabelhaft geschlafen. Spricht für mein gutes Gewissen, nicht wahr? Ach, fang doch nicht schon wieder an. Ich wollte die Erste sein und euch alle wecken mit Weihnachtsmusik. Ist Bert etwa auch schon auf? Ich hab Atelier geschaut. War alles noch still. Bitte, Gregor, klopf bei Thomas und Siegin an. Okay. Ich werde Bert wecken, damit wir pünktlich frühstücken können. Bert, aufstehen! Nein, es ist... Gregor! Thomas! Hilfe! Ein ganz kleiner Fehler. Kriminalhörspiel von Horst Enders. Nach einer Erzählung von Vic Sühneson. Tja, so viel ist klar, Aaron. Der Maler Bert Wallin wurde heute Nacht mit diesem Messer erstochen. Und das nach Ansicht von Dr. Svensson zwischen 2 und 4 Uhr. Aber bereits gegen 1 Uhr hat es aufgehört zu schneien. Und im Schnee rund um das Haus nicht die Spur einer Fußspur. Das bedeutet, dass sich der Mörder noch im Haus befindet. Der Gastgeber ermordet von einem seiner Gäste, die er sich über die Festtage ins Haus geladen hat. Der Silberschmied dürfte ja ein Gast der Frau des Hauses sein. Na schön. Wallin lädt sich also dieses hübsche Ding ein, das sein Modell ist und seine Geliebte. Seine Frau revanchiert sich dafür mit ihrem Verehrer, diesem Herrn Östern. Bleibt Gregor Gregersen, der Kunsthändler. Den interessiert in erster Linie sein Geschäft. Welchen Anteil seine Schwester Siggin daran hat, weiß ich noch nicht. Jedenfalls hat er sie als Modell verkuppelt. Vornehmer ausgedrückt, er hat die hübsche Siggin hier eingeführt. In der berechtigten Hoffnung, dass Bert Wallin mit ihr anbändeln würde. Wahrscheinlich. Damit hätten wir für Frau Wallin das erste Motiv. Eifersucht. Aber bringt eine Frau wie die Wallin aus Eifersucht ihren Mann an? Man traut es ihr eigentlich nicht zu. Stimmt. Und dann hätten wir noch diesen merkwürdigen Herrn Östern. Alles in allem 3 Verdächtige unter diesem Dach und 3 mehr oder minder klare Motive. Wieso nur 3, Chef? Haben Sie Fräulein Siegin vergessen? Sie war Bert Wallins Geliebte. Was hätte sie wohl von einem toten Freund? Sie waren verliebt, waren verrückt aufeinander. Nein, in ihr sehe ich mehr eine Verbündete für uns. Die Frage, mein Lieber, heißt, wem war der Maler Bert Wallin am meisten im Wege? Deiner Frau Ali, dem Silberschmied Thomas Östholm oder dem Kunsthändler Gregor Gregersen? Das ist beinahe ein klassischer Fall. Und ich denke mir, dass wir mit etwas Kombinationsgabe... Sieh doch mal nach, was draußen los ist. Bitte gehen Sie auf Ihr Zimmer und verhalten Sie sich ruhig. Was ist denn, Fräulein Gregersen? Ich halte das nicht länger aus. Trotzdem dürfen Sie das Haus nicht verlassen, Fräulein. Bitte kommen Sie herein. Danke dir. Wie lange sollen wir denn noch hinter verschlossenen Türen warten? Ich ertrag das einfach nicht länger, Herr Kommissar. Es tut mir leid, aber die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe mit diesem Verbrechen nichts zu tun. Ich verliere den Verstand, wenn ich noch länger in diesem Haus bleiben muss. Ich verstehe Ihre Erregung, aber ich muss Sie auch um Verständnis für uns bitten. Wie soll ich Ihnen denn helfen können? Ausgerechnet ich, Herr Kommissar. Sie müssen sich leider fügen. Sie behalten mich doch nur hier, weil Sie auch mich verdächtigen. Mich und alle anderen. Das ist doch einfach Wahnsinn. Ausgerechnet wir. Seine Freunde. Wem von uns hat es wohl einfallen sollen, Bert Wallin zu... Herr Kommissar, nein. Es ist absurd. So beruhigen Sie sich doch. Nach Lage der Dinge... Peer! Peer, bringen Sie Fräulein Gregersen auf Ihr Zimmer zurück. Oder wollten Sie mir noch etwas sagen, Fräulein Gregersen? Ich habe Angst, Herr Kommissar. Schreckliche Angst. Wovor? Wenn der Mörder noch in diesem Haus ist, dann ist man doch seines Lebens nicht mehr sicher, verstehen Sie? Wir sind doch hier, Fräulein. Sie haben nichts zu befürchten, ich bitte Sie. Sie wollen mich beruhigen. Aber wenn Bert, wenn Herr Wallin, meine ich, wenn er einen Feind hatte, der könnte ja auch mich... Nun reden Sie sich mal nichts ein. Sie saßen Modell für ein Porträt. Wer sollte Sie deswegen umbringen wollen? Danach fragen Sie besser seine Frau. Ach so.
Hol mir Frau Wallenhauer. Ist gut, Chef. Wollen Sie damit andeuten, Fräulein Gregersen, dass es zwischen Ihnen und Frau Wallen Spannungen gegeben hat? Seit ich in diesem Haus verkehre, habe ich versucht, in ihr die ältere Freundin zu sehen. Aber sie hat es mir nicht leicht gemacht. Hat Ihnen Herr Wallen versprochen, sich scheiden zu lassen? Scheiden? Was soll das? Er will sich... Hat er mit Ihnen über so etwas gesprochen oder nicht? Unsere Beziehung hing nicht von irgendwelchen Konventionen ab, Herr Kommissar. Mhm. Können Sie mir erklären, warum er das Bild, Ihr Bild, vernichtet hat? Es war kein gutes Bild. Deshalb... Dazu gibt es andere Meinungen, Fräulein Gregersen. Frau Rallin-Chef. Ja gut, bringen Sie rein. Und Sie gehen jetzt in Ihr Zimmer zurück. Bitte entschuldigen Sie. Es ist alles so furchtbar, Herr Kommissar. Herr, bitte. Kommen Sie näher, Frau Wallin. Nehmen Sie Platz. Ich habe noch ein paar Fragen. Aber bitte, machen Sie es kurz. Nach Ihrem Hilferuf, wer kam da zuerst ins Atelier? Das war Thomas. Herr Oster, meine ich. Er legte die Hand vor die Augen. Oh Gott, sagte er. Dann ging er zum Sofa und wollte sich um meinen Mann kümmern. Aber ich rief, hör nichts an, ruf die Polizei. Danach warteten wir, bis sie eintrafen. Mein Mann lag so verkrümmt auf dem Sofa und das Messer, es war so schrecklich eindeutig, Herr Kommissar. Ich konnte nicht einmal weinen. Ich wendete mich nur ab und bat ihm, eine Decke überzulegen. Das hat Thomas getan. Schlief Ihr Mann immer hier, Matli? Wenn er übel gelaunt war oder mit seiner Arbeit unzufrieden und... Wenn wir Gäste im Haus hatten, wie auch diesmal wieder unsere Freunde über die Weihnachtstage, dann grundsätzlich. Wie war das gestern Abend? Sind Sie noch eine Weile mit ihm allein gewesen? Nachdem sich die Gäste zur Ruhe begeben hatten, meine ich. Zweifeln Sie meine Aussage an, Herr Kommissar. Wenn mein Mann sagte, legt euch hin, ich will arbeiten, dann gab es niemals Widerspruch. Nicht in unserem Kreis. Jeder von uns hatte Respekt, absoluten Respekt vor seinen Wünschen. Er ist recht vor seinen Launen. Und die waren gestern derart miserabel, dass niemand es gewagt hätte, in seiner Nähe zu bleiben. Wollen Sie das damit sagen? Ja, so ungefähr. Nicht ungefähr, Frau Wallin. Bitte genau. Wir saßen um den Tisch vor dieser Bilderwand und diskutierten über die neueste Arbeit meines Mannes. Sie meinen das Porträt, für das Fräulein Gregersen Modell saß? Ja, um das ging es. Plötzlich steht er auf, trinkt ein Glas Rotwein in einem Zuge leer, geht an seine Staffelei und schneidet mit einem Messer mitten durch die Leinwand. Noch ehe wir es richtig wahrgenommen hatten, stand er wieder vor uns, schleuderte das Messer gegen den Kaminsockel und dann sagte er... Ja, was seht ihr mich denn so an? Ich musste es tun. Bist du wahnsinnig? Ist das die Antwort auf unsere Diskussion? Wenn du so willst. Regt euch nicht auf, Freunde, mein Mann hat mal wieder seine Laune. Sehr schnell. Bart, was hast du getan? Glaub mir sicher nicht. Ich konnte nicht anders. Setz dich, komm. Ich verstehe das nicht. Ich schon, Gregor. Es ist Ihr Porträt. Du sollst dich nicht einmischen, Ali. Ich spreche mit deinem Bruder, wann und worüber ich will. Nicht wahr, Gregor? Soll sie weinen? Deine liebe kleine Schwester, nachdem ihr dein Meister das wochenlange Modellsitzen auf solche Weise lohnt? Das ist wirklich nur mit Humor zu ertragen. Es war das beste Bild, das du je gemalt hast, Bert. Was versteht denn ein Silberschmied davon? Du redest doch meiner Frau nur nach dem Mund. Aber er hat recht, Bert. Es war wirklich dein Bestes. Na, ahnst du denn nicht, warum ich es vernichtet habe? Was Bert getan hat, war richtig so. Es war kein gutes Bild. Es versteht eine verkrachte Medizinstudentin von der Kunst. Ali! Es war dir nicht ähnlich. Aber das sollte es auch nicht sein. Du warst ein Hilfsmittel, was sonst? Die Verallgemeinerung ist das Kunstwerk. Diese Haltung, still gelöst, die Andeutung eines Lächelns um diesen üppigen Mund, dieses Sonnenlicht und wie es sich im Haar bricht. Vor allem aber die Augen, als erzählten sie von geheimen Kräften, einfach unergründlich, was aus ihnen spricht. Und jetzt ist das Bild zerstört. Hört ihr, wie sie triumphiert? Hört ihr das nicht? Musst du deine Frau immer fortquälen? Wenn es dich stört, Thomas, so geh doch! Ich halte dich nicht, geh! Beruhigen wir uns, Leute. Kein Bild ist so gut, als dass ihm kein besseres folgen könnte. Bist um dein Geld besorgt und dein Geschäft, was? Aber Bert! Ich werde überhaupt nicht mehr malen, nicht einen Pinselstrich. Und ab heute mache ich auch keine Zugeständnisse mehr. Niemandem so! Und jetzt lass mich in Ruhe!
Er ging in die Küche und schloss sich ein, Herr Kommissar. Wir blieben im Atelier zurück. Hm. Ihr Mann wollte keine Zugeständnisse mehr machen. Wie ist das zu verstehen? Sicher spielt er wieder auf unsere häusliche Situation an. Hat er das Bild vernichtet, weil Sie in Ihrer Eifersucht... Ich eifersüchtig? Wie immer Sie es auch nennen. Sie wollten sein Verhältnis zu Fräulein Gregersen nicht länger dulden. Alles hat seine Grenzen. Ich bin wahrhaftig großzügig in Fragen des Zusammenlebens, aber... Herr Östrom sagte mir, Sie hätten von Ihrem Mann verlangt, dieses Bild nicht auszustellen. Ich wollte, dass die Geschäfte mit Gregersen aufhören. Dieser Halsabschneider. Der Sie lange Zeit finanziell unterstützt hat. Sie und Ihren Mann. Ja, aber nicht aus Nächstenliebe. Mein Mann war sein Schuldner geworden und ich musste für ihn zahlen. Mit meinen Skulpturen. Ich war es, die uns die letzten 2 Jahre über Wasser gehalten hat. Warum bedrängten Sie dann Ihren Mann, dieses Bild, das Herr Gregersen für seine Ausstellung gekauft und bereits bezahlt hatte, zurückzuzahlen? Er sollte Schluss machen mit beiden Gregersen. Mit ihr und mit ihm. Also doch Eifersucht. Und Zorn auf Fräulein Gregersen, die dieses Verhältnis gegen ihre Interessen stützte. Ist das so richtig? Ja. Ich wünschte, dass er sie sausen lässt, wie manche andere vorher. Dass ihr Bild nun auch noch in die Öffentlichkeit sollte, das war das Kränzchen zu viel. Es war ein regelrechter Nervenkrieg in den letzten Wochen, aber dass es so enden würde... Und gestern Abend hat Ihr Mann die Nerven verloren und das Bild zerstört. Ja, sicher doch. Hast du das notiert, Aaron? Selbstverständlich, Chef. Gut. Sie rauchen, Frau Wallen? Ja. Allerdings nur türkische Zigaretten. Leider habe ich keine einzige mehr im Haus. Kommen Sie bitte hier an den Tisch. Schauen Sie, hier liegt der Stummel einer Zigarette. Sehen Sie sich das Mundstück an. Ist das eine türkische Zigarette? Ja. Ja, das ist meine Sorte. Aber türkische hat mein Mann nie geraucht, Herr Kommissar. Eben. Tja, Frau Wallen, das ist dann wohl Ihre Zigarette. Meine? Aber wieso denn? Ich habe gestern Abend die letzte geraucht. Da fällt mir übrigens ein, dieser Brandfleck an der Tischkante... Der ist schon älter, Herr Kommissar. Sehen Sie hier. Ich hatte dort mal eine Zigarette abgelegt und nicht mehr dran gedacht. Da brannte das ein. Diese Zigarette jedenfalls oder was von ihr übrig ist, stammt von gestern Abend oder heute Nacht. Aber Herr Kommissar... Ich denke mir das so, Frau Walling. Sie gingen heute Nacht herunter zu Ihrem Mann und sprachen mit ihm. Vielleicht waren Sie auf Versöhnung aus, wollten etwas klären, das Sie nicht schlafen ließ. Jedenfalls rauchten Sie dabei noch eine Zigarette, die Sie dann vor sich auf den Tisch legten, als Sie mit Ihrem Mann wieder in Streit gerieten. Was erfinden Sie denn da? Ich habe Ihnen doch gesagt, dieser Brandfleck war schon. Wir werden das überprüfen. Aber Herr Kommissar, ich hatte doch überhaupt keine Zigarette mehr. Das muss ich Ihnen nicht glauben. Doch, ich habe Zeugen dafür. Fragen Sie Herrn Östern. Das werde ich auch tun. Ich sage Ihnen, Sie verfolgen die falsche Spur. Wie können Sie überhaupt annehmen, dass Mich würde noch interessieren, warum Sie den Kunsthändler Gregersen einen Halsabschneider nannten. Weil er schlecht bezahlt hat. Er nutzte unsere miese Lage aus. Speziell die meines Mannes. Und verschaffte sich seine Vorteile. Er hat sogar eine Lebensversicherung für meinen Mann abgeschlossen. Für Ihren Mann? Ja. Und da nennen Sie ihn einen Halsabschneider? Belegt das nicht eher das Gegenteil? Das dachte ich auch, Herr Kommissar. Aber nun nicht mehr. Denn die Versicherungssumme geht im Todesfalle auf Gregersen über. Ach. Ja, es ist ein ziemlich hoher Betrag. Wenn Sie die Versicherungspolice sehen wollen, die hatte mein Mann hier im Schreibtisch. Der Mann sagte mir, Ihnen sei nicht gut, Herr Gregersen. Sobald Sie mich nach Hause lassen, wird mir besser werden, Herr Kommissar. Solche Aufregungen bin ich einfach nicht gewöhnt. Sollen wir einen Arzt kommen lassen? Ach, Unsinn. Dann schon lieber einen Cognac. Aber selbst den gestatten Sie uns ja nicht. Trotz Weihnachten. Man hat nicht nur Ihnen das Weihnachtsfest verdorben. Kommen wir zur Sache. Es hat sich ein Sachverhalt ergeben, der Sie stark belastet, Herr Gregersen. Mich? Aber Herr Kommissar,
Als Kunsthändler, der von Bildern und Malern lebt, galt mein Interesse dem schaffenden Bert Wallin. Der Tote bringt mir nichts mehr. Doch. Eine Versicherungssumme zum Beispiel. Und in Verbindung damit sind Sie außerdem Nutznießer des Nachlasses. Ich habe damit gerechnet, dass man es Ihnen erzählen wird. Hier sucht jeder, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie schlossen vor einigen Monaten eine Lebensversicherung für den Maler zu Ihren Gunsten ab. Wieso zu meinen Gunsten? Sie war vereinbart mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Danach hätte Wallin eine hübsche Summe Geld ausgezahlt bekommen. Wallin, nicht ich. Aber im Falle seines vorzeitigen Todes... Geht alles an mich, das ist doch klar. Schließlich bekomme ich dann keine Bilder mehr. Wallin war ohne weiteres einverstanden damit. Wenn einer knapp über 40 ist und nur zu unterschreiben braucht, um in 10 Jahren eine stattliche Summe ausgezahlt zu bekommen, schließlich hatte er berechtigte Aussichten, das zu erleben. Ja, selbst war finanziell nicht in der Lage, sich so eine Versicherung zu leisten. Ich habe ihn schon lange gestützt. Immer in der Hoffnung, er würde eines Tages das große Bild malen. Und dann hat er gestern Abend ein Bild, auf das Sie große Hoffnung setzten, vernichtet. Obgleich Sie es bereits bezahlt hatten. Ja, aber das ist wohl mein Problem, Herr Kommissar. Wie dieser Mann ja immer auch mein Risiko war. Der Maler Wallin war also in Ihrer Schuld. Natürlich, deshalb sollte er ja noch an diesem Bild arbeiten. Auch deshalb war Sigin und ich hierher gekommen. Es hätte gut werden können, wenn ihn seine Frau nicht fortwährend unsicher gemacht hätte. Gestern Abend waren wir uns wieder einmal nahezu einig geworden. Da überredet sie ihn doch tatsächlich, sein Bild zurückzuhalten und dafür ihre Skulptur zu verkaufen, mit der sie gerade fertig geworden ist. Daraufhin springt er auf, läuft zum Bild und... Das Weitere wissen Sie. So hatte Frau Wallin ihren Willen. Und Sie weder das Bild noch die Skulptur. Ein beachtlicher Verlust, also, Herr Gregersen. Falls Sie darauf hinaus wollen, dass ein finanzieller Reinfall mich veranlasst haben könnte, Ihnen... Was sehen Sie mich so an? Wussten Sie, dass Ihre hübsche Schwester mit dem Maler schlief? Wer von uns wusste das nicht? Wie wir eben auch wussten, dass seine Frau sich dafür an Herrn Östrom hielt. Er war sogar darauf aus, sie zu heiraten, was halt ihren Mann wieder hochgebracht hat. Denn was seine Lebenstüchtigkeit betraf, war er ohne sie ziemlich hilflos. Östrom war zeitweise so offen in seinen Werbungen, dass sie ihn Wallin geradezu hasste. Und ich glaube, umgekehrt war das genauso. Um nichts in der Welt hätte Wallin ausgerechnet Östrom seine Frau überlassen. Dann war er schon eher bereit, Sigin den Laufpass zu geben, als Gegendienst für seine Frau. Womit Sie sagen wollen, dass auch Herr Östrom ein Motiv hat. Wenn Sie uns schon alle verdächtigen. Sind Sie Zigarettenraucher, Herr Gregersen? Das habe ich mir abgewöhnt. Ich rauche seit Jahren nur noch Pfeife. Und Sie hatten gestern Abend nicht zufällig eine Packung Zigaretten in der Tasche? Nein, wozu auch? Hätte ja sein können, dass Fräulein Schwester verlässt sich auf ihre Vorräte, wenn sie gemeinsam ausgehen. Meine Schwester hat noch nie geraucht. Neben manchem Laster immerhin eine Tugend, Herr Kommissar. Aber Frau Wallin, die raucht doch wohl, ja? Und nicht so wenig. Immer wieder einmal schwört sie, endgültig damit aufzuhören, aber gestern Abend übrigens auch, als ihre Sorte ausgegangen war. Also ist ab heute Schluss mit der Raucherei. Worauf Östrom sagte... Der Witz ist zwar alt, aber besser als keiner. Was ist das für eine Sorte? Meines Wissens raucht sie nur türkische. Und eben davon war nicht eine einzige mehr im Haus, soweit ich dieses banale Zigarettengeschwätz richtig mitbekommen habe. Ich stand nämlich gerade an der Staffelei und war in das zerfetzte Bild vertieft. Und dieses banale Zigarettengeschwätz, wie Sie es nannten, war ein Dialog zwischen... Frau Wallin und Thomas Östrom. Aha. Ich danke Ihnen. Der Tod von Bert Wallin scheint Sie nicht sonderlich zu berühren, Herr Östrom. Ich glaube, da irren Sie sich, Herr Kommissar. Zigarette? Was rauchen Sie denn? Pall Mall, Players Virginia. Keine türkischen? Nein. Bedienen Sie sich. Danke. Ich dachte, Sie rauchen türkische Zigaretten. Wie kommen Sie denn darauf? War nur so eine Vermutung. Herr Östrom... Gestern Abend, nachdem Bert Wallin erregt hinausgegangen war, da versuchten Sie alle wieder zu versöhnen. So jedenfalls hat uns Fräulein Gregersen berichtet. Sie wollten sogar den Weihnachtsmann spielen, stimmt das? Bert Wallin hatte uns mit seinen Launen den ganzen Abend verpfuscht. Ich wollte retten, was noch zu retten war, weiter nichts. Aber heute früh lag diese Larve,
Unten im Atelier, ganz in der Nähe des Toten. Und sie war blutbeschmiert. Also wollen Sie etwa daraus schließen, dass ich ihn... Ich halte mich an die Fakten, Herr Östholm. Aber es war nichts weiter als... Na, wie ich schon sagte. Schließlich waren wir zusammengekommen, um Weihnachten zu feiern. Ich wollte, dass die Zänkerei aufhört, alle wieder fröhlich würden, wie es sich an einem solchen Abend geziemt. Deshalb bemühte ich mich um Stimmung. Und jetzt ist Weihnachten, meine Lieben. Verscheucht die trüben Gedanken und stimmt heilige Lieder. Ich fülle die Sektgläser, bitte sehr. Wirklich, Ali. Du solltest Bert ungestört arbeiten lassen. Und auch selber etwas mehr produzieren. Du bist eine Krämerseele, Gregor. Selbst unter dem Tannenbaum singst du nur Geld, Geld und immer wieder Geld. Arbeitet, damit wir verkaufen können. Lasst euch was einfallen. Ich vermittle es weiter. Geld braucht doch jeder, Ali. Worüber regst du dich auf? Ach, das verstehst du nicht, Siegin. Dein Bruder treibt uns an, als ob wir Sklaven wären. So entsteht doch keine Kunst. Nimm's nicht so tragisch, Ali. Kommt, lasst uns anstoßen. Ich hatte an dieses Bild geglaubt. Es hätte sein Durchbruch werden können. Ach, ihr seid doch zu langweilig. Wo willst du hin? Na, wohin schon? Du solltest wissen, dass Bert in solchen Stimmungen nicht gestört sein will. Darf man hier nicht mal auf die Toilette gehen? Hol sie zurück, Gregor, bitte. Aber nicht doch. Soll sie deinem Mann die Meinung geigen? Warum denn nicht? Sie wird alles nur noch schlimmer machen. Meinst du? Sieh aus, Ali, es schneit noch immer. Bald werden die Glocken läuten. Und Frieden auf Erden. Na, schön wär's ja. Willst du rauchen? Aber keine Virginia. Dass du so verrückt auf deine Türkischen bist. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Och, ich habe nur noch eine Zigarette. Gott sei's geklagt. Keine mehr im Haus? Gott sei's gedankt, Thomas. Ich will sowieso aufhören mit der Raucherei. Ja, der Witz ist zwar alt, aber besser als keiner. Na Prost, Mädchen. Gregor, nun komm endlich an den Tisch zurück und lass die Augen von dem Bild. Eine Schande, sowas in Fetzen zu reißen. Bert hat sich in der Küche eingeschlossen. Er will niemand sehen. Nur was habe ich dir gesagt, Siegin? Womit wir nun endgültig unter uns wären. Na, was meint ihr? Wird der Weihnachtsmann auch zu uns kommen? Hattest du nicht deine Lampe bereitgelegt, Ali? Ja, auf dem Schrank. Ja, das sieht ein bisschen schäbig aus. Aber sie passt. Hallo, Siegin, kleine Siegin, schau mir auf den Bart und bete. Guten Abend, du dämliche Larve. Wer dich aufsetzt, ist nicht mehr zu erkennen. Verschon mich mit deinen albernen Scherzen. So war das gestern Abend, Herr Kommissar. Wir haben noch eine gute Stunde gesessen, dann kam Bert Wallin aus der Küche. Er hatte getrunken und wollte schlafen. Wir gingen auf unser Zimmer. Die Larve haben Sie mit nach oben genommen? Nein. Ich habe sie wieder auf den Schrank im Atelier gelegt. Herr Östholm. Wenn ich Bert Wallin ermordet hätte, Herr Kommissar, glauben Sie wirklich, ich hätte die Larve neben dem Toten liegen lassen? Das ist einleuchtend. Na, sehen Sie. Irgendjemand wollte Ihnen hier übel mitspielen. Um Gottes Willen, wer denn, Herr Kommissar? Tja. Sie sind sicher, dass Frau Wallin nur noch eine Zigarette hatte? Ganz und gar. Ich habe die Verpackung zerknüllt und in den großen Aschenbecher gelegt. Und diese Zigarette hat Frau Wallin auch gleich geraucht? Ja. Damit schließt sich der Kreis. Bitten Sie doch die anderen Herrschaften ins Atelier. Worauf wollen Sie hinaus? Das werden Sie gleich sehen. Meine Herrschaften, da wir alle feine Leute sind, verabscheuen wir selbstredend dieses Verbrechen. Aber es wurde begangen. Hier, in diesem Atelier. Und die Tatperson ist unter uns. Obgleich jeder von Ihnen nach wie vor beteuert, es nicht gewesen zu sein. Wenn Sie mich dennoch bei Laune sehen, dann deshalb, weil für mich der Fall gelöst ist. Jemand hat einen ganz kleinen Fehler gemacht. Es gab viele Motive, nicht unbedingt für Fräulein Gregersen, aber sehr belastende für Frau Wallen, Herrn Gregersen, ebenso wie für Herrn Östholm. Liebe, Eifersucht, Enttäuschung, Ehrgeiz, Geschäft. Vielleicht hätten wir wochenlang suchen und untersuchen müssen, wenn nicht dieser ganz kleine Fehler gemacht worden wäre. Kommen Sie zum Tisch. Ja, Sie alle. Sehen Sie diese Brandspur hier knapp über der Tischkante? Ein alter Brandfleck. Ich sagte es Ihnen schon. Was sagst du dazu, Aaron? Ein sehr alter Brandfleck, Chef. Richtig.
Nun, Aaron, bitte leg das Beweisstück an seinen Platz. Dieser Zigarettenstummel lag heute Morgen auf dieser Brandstelle. Wo er gestern Abend, als Sie alle das Zimmer verließen, weil der Hausherr Sie dazu aufgefordert hatte, nicht lag und nicht liegen konnte. Ich habe mit Sigi den Tisch abgeräumt und auch die Aschenbecher mit in die Küche genommen. Ja, wir haben einen sauberen Tisch hinterlassen. Exakt, Fräulein. Nun hatte aber Frau Wallin keine Zigaretten mehr. Wir sagen, keine türkischen Zigaretten. Das kann ich bezeugen. Die Tatperson aber wusste nicht, dass Ali nur türkische Zigaretten raucht? Zu voreilig, Herr Gregersen. Ich wollte sagen, dass Frau Wallin keine türkischen Zigaretten mehr zur Verfügung hatte. Das wusste die Tatperson nicht. Bitte, Aaron. Dieser Stummel einer türkischen Zigarette, sehen Sie, er wurde aus dem Aschenbecher in der Küche genommen und so auf den Tisch gelegt. Nicht mit den Fingern, oh nein. Vielleicht mit einer Nadel, mit einem Taschentuch. Diesen alten Brandfleck nutzte Bert Wallins Mörder, um uns auf eine falsche Spur zu lenken. Wer aber, meine Herrschaften, wusste nicht, wer konnte gar nicht wissen, dass Frau Wallin keine türkischen Zigaretten mehr hatte? Vielleicht fand sie doch noch eine. Eben. Könnte doch sein. Sigin! Gregor, was wollt ihr damit sagen? Passiert doch, dass jemand, der dringend eine Zigarette braucht, plötzlich aus einer Tasche noch eine hervorkramt. Bei deinen vielen Handtaschen. Jetzt weiß ich, wer mich zur Mörderin stempeln möchte. Oh, du Verrückte, du Wahnsinnige. Entschuldige, Ali, aber meinst du mich? Herr Kommissar, ich hatte meinen Mann am finanziellen Zügel. Ich gestehe sogar von ihm verlangt zu haben, dass er Schluss mit ihr macht. Sonst hätte ich etwas aufgedeckt. Eine Bilderfälschung nämlich, die jetzt höchstens noch für Herrn Gregor Gregersen interessant ist. Deshalb hat er sich also meinem Willen gefügt und ihr den Laufpass gegeben. Sie ist verrückt, Herr Kommissar. Sigi! Verrückt wie dieser Silberschmidt auf Sie, der Sie nun vielleicht endlich heiraten kann. Und jetzt war ich's wohl wie? Um den Rivalen loszuwerden, steige ich als Weihnachtsmann durchs Fenster und... Schließen wir das Duell ab, meine Herrschaften. Und was ist nun jener ganz kleine Fehler, Herr Kommissar? Erinnern Sie sich an die Minute, die Sie gestern Abend draußen waren, Fräulein Gregersen? Geht immer mal raus und rein. Und verpasst mitunter etwas. Wie Sie das Zigarettengespräch. Gregor, verstehst du, was damit gemeint ist? Aber ja, eher so gut wie wir. Sie gingen hinaus, Fräulein. Und dann kam das mit der letzten türkischen Zigarette hier am Tisch, was Sie nicht gehört haben können, weil Sie nicht im Zimmer waren. Und das war Ihr Fehler. Ihr ganz kleiner Fehler. Wegen einem verlorenen Liebhaber, der ihr ohnehin nie ganz gehört hat, einen Mord? Sag doch etwas, Gregor. Warum sagst du nichts? Diesmal kann ich dir nicht helfen, Kleine. Das Messer, mit dem Bert Wallin sie auf dem Porträt zerschnitten hat, wütend und endgültig, hat sie dazu verführt, Fräulein. Es war eine Affekthandlung. Sie sind heute Nacht heruntergegangen, um Klarheit in ihr verfahrenes Verhältnis zu bringen. Ich bat ihn, mit hinaufzugehen. Aufzuhören mit den dauernden Geheimnissen vor ihr. Da giftete er mich an. Er habe mir nie ein Versprechen gegeben und ich solle endlich gehen. Ich sei nicht mehr interessant für ihn und er habe mich satt. Sie gehen! Ich zog ihm die Decke weg, damit er mich wenigstens ansehen sollte. Da stieß er nach mir. Hau ab, zischte er, hau ab. Da habe ich ihn angespuckt. Du widerlicher Hund, habe ich gesagt, und gespuckt, immer auf ihn gespuckt. Plötzlich dreht er sich herum, stieß mich zurück und kehrt mir fluchend den Rücken zu. Ich weiß nur noch, dass dieses Leinwandmesser, es lag direkt vor meinen Füßen, neben dem Sofa. Ich werde das nie wieder tun. Nie. Nie. Nie wieder. Fräulein Gregersen, Sie sind verhaftet. Ein ganz kleiner Fehler.
Kriminalhörspiel von Horst Enders. Nach der schwedischen Erzählung Mord im Atelier von Vic Sühneson. Übersetzer Michael Augusten. Dramaturg Ludwig Achtel. Die Personen und ihre Darsteller waren Ali Wallin, Merilo Pohlmann, Bert Wallin, Hans-Joachim Hegewald, Sigin Gregersen, Astrid Bless, Gregor Gregersen, Fred Arthur Geppert, Thomas Östorm, Friedhelm Eberle, der Kommissar Günther Grabert, sein Assistent Horst Lampe. Musikeffekte Günther Neubert. Schnitt Brigitte Kupke, Toningenieur Hella Gierisch, Regieassistenz Ingeborg Blüthner. Regie Klaus Zippel. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahre 1975.